Am 5. Februar besuchte der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich den Landkreis Görlitz. Unter anderem kam er in der Gemeinde Leutersdorf mit Gästen zum Thema Wirtschaftsstandort Dreiländereck ins Gespräch. Im Podium saßen neben dem Ministerpräsidenten der Landtagsabgeordnete Dr. Stefan Mayer und der Unternehmer André Werder. Anlass, diesen Gesprächsabend in den Räumen der Firma Werder Bedachungen durchzuführen, ist der wirtschaftliche Erfolg dieses Unternehmens. In den letzten 10 Jahren haben sich ja hervorragende Unternehmen entwickelt. Was ich so über die Jahre immer wieder gelernt habe, ist, dass die Wirtschaftsförderung auch letztendlich ihren Erfolg zeitigt. Unternehmen starten, Unternehmen werden größer, Unternehmen sind erfolgreich. Es entstehen hochinteressante Arbeitsplätze, die auch gut bezahlt werden. Und mittlerweile reden die Unternehmer auch davon, dass sie nicht mehr ausreichend jungen Berufsnachwuchs bekommen. Das heißt also, sich umzuschauen in der Oberlausitz nach den Unternehmen, wo man auch in der Heimat Arbeit hat, das lohnt sich. Themen der von Lutz Günther moderierten Veranstaltungen waren zum Beispiel die Infrastruktur, Fachkräftegewinnung und die Wirtschaftsförderung. Fast 90 Gäste, darunter viele Unternehmer der Region, nutzten die Gelegenheit zum Meinungsaustausch. Fragen aus dem Publikum kamen beispielsweise zum Mindestlohn und dem sächsischen Vergabegesetz. Das habe ich auch bei mehreren Unternehmen heute gehört, die Wichtigkeit, die Bedeutung der Fachhochschule in Zittau, wo man beruflichen Nachwuchs auch gewinnen kann, gerade auch für anspruchsvolle Aufgaben, denen sich die Unternehmen in der Oberlausitz stellen. Das heißt, wir haben hier nicht irgendwelche billigen Arbeitsplätze, sondern hochwertige Arbeitsplätze, die heute auf dem deutschen Markt und internationalen Markt gefragt sind. Dass ein sächsischer Ministerpräsident den kleinen Ort Leutersdorf besucht und sich auch für den Produktionsstandort einer hier ansässigen Firma interessiert, war neu und auch etwas Besonderes. Ich denke, es ist wichtig, dass unser sächsischer Ministerpräsident auch sieht, was sich in den 23 Jahren nach der friedlichen Revolution hier alles auch Positives ereignet hat. Ich meine, die Firma Werder gab es damals noch nicht und das ist ein Unternehmen, was von 0 auf 180 Mitarbeiter gestartet ist, was deutschlandweit, europaweit tätig ist und damit auch ein Botschafter von Sachsen in Deutschland darstellt. Stolz. Ich war ganz überrascht, wo mich Stefan angerufen hat, dass der Ministerpräsident zu uns kommen würde. Habe ich natürlich gleich zugesagt. In erster Linie Platzkapazitäten ging mir durch den Kopf, haben wir aber, denke ich mal, ganz gut gelöst heute. Ich denke, es war auch eine gute Gelegenheit von Unternehmern, mal ihre Probleme an die Politik, an uns heranzutragen, dass wir sensibilisiert werden, wo der Schuh drückt und sie auch letztlich die Richtung, die politische Richtung mitbekommen haben durch das, was der Ministerpräsident heute gesagt hat. Also es ist wichtig, mit der Wirtschaft auch im Gespräch zu sein und Politik und Wirtschaft gemeinsam zu entwickeln und nicht parallel nebeneinander.